Buga, buga. Dass diese Tür noch immer wieder zuschnappt. Oh, Spinnentiere. Extra für dich ganz viele Spinnentiere, die durch so einen Engpass müssen. Oh, das war sehr gut. Ich muss auch mal mehr Granaten loswerden. Mein Inventar ist wieder so voll. Ohne Scheiß, wenn Ada Wong noch einmal theatralisch aus dem Bild geht, muss ich eventuell brechen. Mit eingedrehter Hüfte aus dem Bild. Oh, jetzt kommt hier wieder so ein Fliegenmann. Guten Tag, ich bin der Fliegenmann. Ich zeige Ihnen, was die fliegen kann. Oh, ups. Ich wollte ihn eigentlich sprengen, aber dann habe ich ihn geblendet. Aber das müsste doch super gewesen sein, weil die haben doch so viele Augen. Du musst die dicke Biene musst du erschießen. Ich hab die dicke Biene erschossen, die Biene Maya, jetzt ist sie tot. Endlich. Oh, ey, sind wir durch? Oder, wir gehen aufs Oberdeck, damit endlich wieder ein Hubschrauber kommen kann. Die spielzeugt mit uns? Wann kommt eigentlich die Live-Action-Verfilmung von Biene Maya? Ich habe mir letztens sagen lassen, dass der aktuelle Titelsong von Biene Maya von Helene Fischer gesungen wird. Ja, da hat jemand nicht gelogen, als er mit ihr sprach. War er wohl offensichtlich nicht gebrieft. Er lag nicht. Er lugte. Was ist denn hier mit den Jungs los, ey? Das ist doch... Oh, der hat mir voll einen... Oh, den Latz. Vorsicht, weg hier vor dem Viech. Hau ab da. Geh weg. Die explodieren sogar von alleine. Braucht man sich gar nicht drum kümmern, muss nur weggehen. Die müssen nur weggehen von dem Monster. Mich das aufregt, dass dieses Inventar ausschließlich voll ist. Himmel! Vorsicht, weg da, Granate, weg da! Hallöchen. Hat mir aber quasi keinen Schaden gemacht. Da schießt ihr gerade mal ein bisschen Pistolenmunition. Warum rufen die Timme? Ist das ein South Park Spin-off hier? Ach komm, Johnny, ey. Was ist denn mit ihm los hier? So funktionieren Maschinenpistolen, oder? Oh. Gibt's wohl eigentlich Leute, die bei uns ausschließlich Resident Evil gucken? Nee, oder? Wieso? Ich glaube, die meisten kommen ja irgendwie von The Forest oder von anderen Sachen, die wir machen und tun sich dann Resident Evil auch noch an. Oder gibt's wohl Leute, die ausschließlich... Das Wort heißt, okay, die ertragen Resident Evil dann auch noch. Wenn sie das andere schon überstanden haben, dann sagen sie sich, ja, dann schaffe ich das andere jetzt auch noch. Da kommen ganz viele Stinkies rechts. Ich muss hier nur kurz kurbeln. Und ich höre hier ganz... alles mit. Ich habe hier so eine Leiter für dich runtergekurbelt. Ja. Die springen einen an. Ja, wie echte Spinnen, ne? Hör auf. Weißt du, du musst ja gleich in dein kleines Bad, ne? Überleg mal, die sitzen oben auf dem Duschvorhang. Ich hab keinen Duschvorhang. Oh, hier kann man was. Glück, hab ich wohl Glück gehabt. Ja, vielleicht dann sitzen sie oben auf dem Glasrahmen. Also diese Nudeln, die man aus durchsichtigen Materialien macht. Glasrahmen. Oh, es ist, unser Witz-Lehrmeister Toni Schweiger wäre stolz auf uns. Aber wenn ich eins in der Gamester-Zeit gelernt habe, dann von Toni, nämlich kein Witz ist so schlecht, dass man ihn nicht bringen sollte. Ja, die Lektion hat irgendwie jeder noch gelernt, der den Toni noch getroffen hat. Oder der Toni noch getroffen hat, so rum. Also Toni ist nicht tot. Er ist nicht tot, er arbeitet nur woanders. Du musst mir mal helfen, hier die Tür aufmachen. Ja, kann ich kurz darauf hinweisen, dass mein Inventar jetzt so voll ist mit Waffen, dass ich kann keine Munition mehr mitnehmen. Oder? Ja, das habe ich schon die ganze Zeit, das Problem. Das ist total doof. Du offerst Tic-Tacs zu snacken. Aber die haben gerade mal 2 Kalorien. Ada! Das ist die andere Ada, siehst du? Ja. Sie kriegen
Das ist Booby Aider. Dass es denen nicht auffällt. Bestimmt nicht zu ihrem Team gehören, Chris. Ignorieren Sie sie, Captain. Aber eigentlich sollte ich dankbar sein, wo ihre Männer doch so hervorragende Versuchskaninchen abgegeben haben. Okay, sie war jetzt eine Bedrohung gegen zwei schwer bewaffnete Männer mit jeweils 14 Waffen. Aber jetzt nicht mehr, weil sie keine Pistole mehr hat. Okay. Aber hier geht's nicht um Rache, sondern um Gerechtigkeit. Das war's, Ada. Ja, genau. Das stimmt. Der Raketenstart vom Flugzeugträger steht bevor. Raketen? Die Straßen voll mit Toten. Déjà-vu, Jungs. Raccoon die Zweite. Aber diesmal nicht nur eine Stadt, sondern die ganze Welt. Ob wir das verhindern wollen? Und wir konnten sie nicht erschießen. Wir sind ja die Guten. Hä? Doch jetzt gibt's kein Zurück mehr. Verdammt! Was zur Hölle? Womit hat der wohl geschossen, dass es hinten keine Austrittswunde gab? Was ist das für ein witziger Koffer? Insulin. Ein anderer Strang aus. Und zwei fehlen. Nehmen Sie, was übrig ist. Wir bringen es zur Analyse ins HQ. Hier ist Alpha Leader. Brauche Bericht zu verlorenen Schiffen sofort. Die Stadt ist gefährdet und wir haben keinen Kontakt zu lokalen Einheiten. Wir brauchen Zeit. Die haben wir nicht. Der Terrorangriff war nur eine Ablenkung. Der echte Angriff verbreitet den Virus weltweit. Was nun? In den hinteren Hangar. Dort müssen ein paar Flugzeuge stehen. Ja, Sir. Aber dabei wissen wir doch alle. Wir bestätigen, dass Wong die Wahrheit gesagt hat. Ein bewaffneter Flugzeugträger befindet sich im offenen Wasser, nicht weit von Ihnen. Das Satellitenbild zeigt an, dass Sie vorhaben, Raketen aufs Festland zu schießen. Sie müssen sie davon abhalten, auch nur eine einzige davon abzuschießen. Verstanden, HQ. Wir sind doch schon auf dem Flugzeugträger. Nee, es ist noch ein anderer. Ein anderer Flugzeugträger. Ja, und wir sind zwei Typen, die jetzt einfach einen Flugzeugträger aufhalten. Das ist doch easy. Ja, Sir! Das macht mich seekrank. Ob dieser Kahn so lange durchhält? Dürfen wir Jet fliegen? Also weg hier. Theoretisch müsste ja eine von den Raketen durchkommen, mindestens. Natürlich braucht man die. Tja, mal sehen, ob wir sie finden können. Also. Ja, aber Geheimcode A erwischt. Egal. Hauptsache, der lag in dem Loch da, oder was? Ja, nee, der lag bei der Leiche da. Ja, hier musst du den jetzt einhaken. Ja, wir müssen ja die anderen noch finden. Ach, schau mal, das ist eins von diesen Viechern, die nicht wirklich sterben, die immer wieder zurückkommen. Oh nein. Von dem Marktplatz aus der ersten Kampagne. Ja, das ist aber nicht schön. Ach, und der kriegt Babys. Oh nee. Wie unangenehm. Wir brauchen drei Codes für die Tür. Ist das jetzt einfach genau dasselbe wie letztes Mal, nur dass wir da Schlüssel... Oh! Was ist denn jetzt los? Wir müssen halt jetzt diese Schlüssel finden. Ja, es ist wieder same, ne? Also ja. Es ist genau derselbe Spaß. Nur jetzt mit Passcodes, nicht mit... Au! Oh! Wie komme ich denn hier durch? Dann würde einfach ehrlich gesagt nur an denen vorbeilaufen. Ja, ich passe da immer nicht durch. Ich glaube, meine Spielfigur ist dicker. Darüber müssen wir nochmal reden. Nee, weil... Oh, scheiße. Tür zugegangen. Oh, fuck. Ich habe aus Versehen ein Feuer gestartet. Okay. Das ist oh nein, und da ist eins von den Viechern, ist hier mit mir drin. Es reicht langsam.
Ah ne, du bist ja auch mal. Aber er beschwert sich auch schon wieder, du hast völlig recht. Und die haben Babys dabei, das ist ja schon wieder wie The Forest. Das Schiff wackelt. Was müssen wir jetzt mit diesem kleinen Booga-Booga-Minister machen? Ich glaube, wir müssen nur warten, bis das Feuer ausgegangen ist, weil dann gehen die Türen wieder auf, die Sicherheitstüren. Ja, jetzt gehen sie wieder auf. Endlich. Finally, there is a small town in Westen. Da wohnt die eine, die schmeckt von allen Frittens am besten. Lena Fritz Schneider. Nee, aber was ich sagen wollte, diese eine Rakete müsste doch. Das haben wir ja das war in der ersten Kampagne, oder? Wo diese eine, wo die am Ufer ankommen und dann schlägt diese eine Rakete ein, wo dieser sehr langsam sich ausbreitende Nebel überall rumfliegt. Ah, ja, das war aber. War das die erste? War das nicht schon. Das war, glaube ich, nicht in dieser Kampagne. Kommst du helfen? Ja. Ey, was soll das denn? Oh, jetzt bin ich alleine! Ja gut, jetzt ist es leer. Das ist natürlich mega gut. Was habe ich denn jetzt gemacht? Nee, ich hab von draußen reingeschossen. Ah, okay. Ich bin bereit, dann sie sind. Jetzt fehlt noch einer. Ich hatte aber auch so ein Minigame und dann ist der. Kann ich das jetzt hier auch? Du musst hier an der Tür ran, ja. Ich komme zu dir durchgeflutscht, ja? Jetzt tauschen wir einfach die Position und die Tür schnappt wieder zu. Das ist doch mega eklig hier mit den Viechern. Wo gehen wir jetzt hin? Weiter zum nächsten Schlüssel. Warte mal, hier liegt gerade noch was. Aber welche dadurch. Also die droppen manchmal auch Sachen, ne? Obwohl die ja unsterblich sind. Ja, die lassen manchmal. Vorsicht, da ist einer. Mist, der Riegel ist auf der anderen Seite. Okay. Der Schokoriegel ist auf der anderen Seite. Also diese Lurchgesichter hier, die sind. Wo bist du denn jetzt hin? Ich bin hier in so einer. Sieht aus wie so eine Captains-Kajüte. Also so der Admiralsclub des Schiffes quasi. Hier ist ein super Erfahrungsmedizin. Ja, ich gefunden. Aber gut, dass du Bescheid gesagt hast, über kein Problem. Ja, das ist aber geheim. Ja, ich merke das schon. Nee, tatsächlich, ich denke immer, dass du dann einfach noch kommen wirst. Hier ist noch ein Heilspray. Kann natürlich wieder keins einsammeln. Gefunden. Scheiße. Hier ist so ein Booga-Booga-Mann. Boah, meine Waffe ist schon wieder. Ich raste aus. Ich habe jetzt, also ich. Ja, okay. Vorsicht, ist das eine Granate? Ja. Aber die Granaten machen so gut wie keinen Friendly Fire. Schlaue Granaten. Wie diese Drohnen, ne? Die töten ja auch nur Bösewichte. Naja, fast. Ich glaube, die Amerikaner haben jetzt letztens mal irgendwie eine Liste vorgelegt, wie viele Zivilopfer die dabei waren beim Drohnenkrieg. Hat sich herausgestellt, doch jede Menge. Der Riegel ist auf der anderen Seite. Nein. Ja, so intelligent sind die Waffen gar nicht. Man glaubt immer so, die sind ja ganz schlau, weil die waren lange in der Schule. Haben da auch gute Noten nach Hause gebracht, aber dann. Also die Eltern haben sich nicht oft beschwert, aber. Junior, ich habe die Tür zugebombt. Hier liegt noch Gedöns. Die kommen, die kommen hier angekrepelt, wie die Krebel. Blöde bei so einem Schiff ist irgendwie, ich habe keinen Schimmer. Also ich verliere total die Orientierung. Ja, ich verliere immer die Orientierung und hier ist es nicht besser. Deshalb ist ja zum Beispiel, warte mal, hier hinten kann es weitergehen. Deshalb ist ja zum Beispiel bei Resident Evil Revelations, das erste, das spielt ja auf einem Schiff, da ist immer eine kleine Karte eingeblendet. Also spielt nicht nur auf einem Schiff, aber zu weiten Strecken. Oh, hier geht's durchs Wasser, hier? Schau mal. Ah, hier waren wir noch nicht. Nee, hier waren wir noch nicht. Ah, jetzt kommen wir von hinten da irgendwie ran an die Schlüssel oder an die Tür.
Wieso hast du eigentlich die Taschen? Ach doch, hab ich auch. Die macht sich von alleine an. Ah, jetzt habe ich hier eine dieser Türen, glaube ich, aufgemacht, die bis jetzt. Nee, was ist denn hier jetzt? Vorsicht, hier kriechen überall diese Hände rum, diese eiskalten Händchen. Mhm. Scheiße. Ah! Oh, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich mich im Spiel erschreckt habe. Vorsicht, hier sind, da ist noch ein großer Bugabuga. Also hier liegt maximal ein Munitionspaket oder so ein Scheiß drin rum, ne? Das ist... Ah, verdammt. Oh, was war das denn? Oh shit, der hat mich voll erwischt. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah, fuck. Er hat mich gekillt. Er hat mich gekillt. Ich werd bescheuert. Ich, ja. Ich wollte zu dir kommen, aber ich konnte nicht. Oh nein, jetzt finden wir den Weg doch nie wieder. Bisschen Glück. Ach, schau mal, zwei von dem, das ist schon richtig hier. Ja, aber jetzt müssen wir wieder das unter Wasser, 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 unter Wasser. Hier, schau mal. Ah! Hier ist ein Bugabuga-Prinz. Das ist, ich glaube übrigens, ja, die Geschichte, dass du durch die durchläufst und ich nicht, die laggen halt manchmal, ich lagge halt ein bisschen hinter dir her. Okay. Und dann teleportieren die sich halt direkt in mich rein und ich häng fest. Also vielleicht ist auch eine blöde Ausrede, das würde ich nicht ausschließen. Hm. Also ich tippe ja auf diese blöde Ausrede-Geschichte. Oder halt Ausrede an sich. Blöd muss die ja gar nicht sein. Wollen wir diese Räume jetzt einfach hier mal links liegen lassen? Ah, schau mal, hier ist was. Ach, da. Aber ist der hier Freund, oder? Ich hab keinen Schirm. Das ist der Letzte. Gehen wir zurück. Warte mal, schieß mal kurz auf den. Kann man die Waffe ihm aus der Hand schießen? Nee. Okay, du weißt den Weg noch zurück, ne? Ja. Nee, aber wir können doch jetzt durch diese Türen, die sonst zu sind, denke ich mal. Wir können jetzt abkürzen. Hier, guck. Was hat die Mutti gesagt? Schieb den Riegel auf. Ah! So. Na, jetzt sind wir hier wieder in der Mensa. Nee, wie heißt das hier? Kombüse. Nee, Dann ging's hier raus, schau mal. Kapitäns Messe! Ja, durch das. Ah. Oh, hier was wird denn hier gekocht? Ah, schau mal, hier ist die Treppe nach oben. Die Treppe nach oben. Dann los. Hey, ich bin schon da. Was? Was? Wenn du schnell sagst, drücke ich immer aus Reflex auf den Stick und dann hau ich irgendwo gegen und dann. Ist jetzt hier endlich der Jet, mit dem wir jetzt kurz mal ausrasten können? Was jetzt? Ihh, Schlonzi! Ihh, Terminator-Szene. Ich kann meine... Okay. Wir haben jetzt keine Zeit. Aber die Kommentare passen echt immer. Ich hatte eine Pistole und die hat sich... Mein Aim hat sich so langsam bewegt, dass ich nichts machen konnte. Mein Aim, also mein Fadenkreuz. Amy. Winehouse? Holla. Holla? Also Amy Pöhler? Heißt sie nicht so? Ja, ist er. Ja, sie wird bestimmt so ausgesprochen. Oder? Oh, zwei Sitzer. Starten wir durch. Das wäre geil gewesen, so wenn einer zurückgeblieben wäre. So, ja, ich winke dann von hier, ne? Und dann wird er ins Triebwerk eingesaugt und kommt so als Ragu hinten raus. Und dann explodiert er. Was, als Red Bull hinten raus oder als Ragu? Als Red Goo. Red Goo. Oh, das ergibt sogar auch Sinn. Na, was passiert jetzt? Berauben Sie uns jetzt? Ach so, ich dachte schon. Richtüren Alpha, der Flugzeugträger wurde lokalisiert. Der Flugzeugträger ist mit Flachs bestückt. Vernichten Sie die Geschütze, Alpha. Mit einem einzigen Flugzeug? Klingt eher wie ein Himmelfahrtskommando. Hey Pierce, haben Sie sie im Visier? Wir haben dich ja noch nicht fliegen sehen. Das machen wir aber nächste Folge, mein Junge. Bis gleich, ne? Warte mal. Ich glaube, wir können nicht pausieren.
Doch, ich habe meine Folge jetzt beendet. Das musst du auch schnell tun. Dann